Okay, also normalerweise befindet sich die Trickfilmkiste in einem Stuhllager und wenn ihr die Kiste rausholt, habt ihr folgende Komponenten da drin, nämlich den Laptop, ganz wichtig, eine Tasche, da ist normalerweise oder sollte drin sein, die Digitalkamera ohne Batterien, weil wir haben ein Netzteil dafür. Und wir haben eine kleine Kabeltrommel und wir haben ein Netzteil für den Laptop. Strom holt ihr euch von hier oben. Die Steckdosenleiste kann man einschalten. Man erkennt daran, dass er eingeschaltet ist, wenn ein Licht brennt. So, da drin stöpsel ich das Verlängerungskabel an und ich stecke da den Laptop an. Und den Laptop mit Strom. So, die Digitalkamera baue ich auf mein Stativ drauf. Nehme das Netzteil, was eigentlich auch in der Tasche drin sein sollte, raus. Stöpsel das an die Kamera an. Und das andere Teil in das Verlängerungskabel. Somit sind wir startklar. Gut, die Einstellungen für die Kamera. Ganz kurze Erklärung. Bevor ihr anfangt, müsst ihr Folgendes machen. Ein Blick auf die Kamera. So, die Kamera wird hier oben ein- und ausgeschaltet. Und ich habe zwei Möglichkeiten, nämlich hier in der Ecke einmal oben ist Bilder machen und wenn ich runtergehe, Bilder anschauen. Günstig wäre es, wenn wir als erstes mal guckt, ah, da sind noch alte Bilder drauf, dann gehe ich hier drauf und lösche die alle. Ansonsten ist die Kamera schon so eingestellt von der Auflösung her, dass sie genau die richtigen Bilder macht, die wir brauchen. So, wir gehen jetzt auf Aufnehmen. Ganz wichtig, nachher, wenn wir die Bilder gemacht haben und die Kamera an den Laptop anstöpseln, müssen wir sie wieder auf Angucken gehen. So, ein paar kurze Erklärungen zum Thema Trickfilm. Der Trickfilm hat den Reiz, dass ich natürlich da Dinge machen kann, die ich im normalen Film nicht machen kann. Beispiel, ich mache ein Foto, wo jemand was in der Hand hat. In der Zwischenzeit, bevor ich das nächste Foto mache, ziehe das aus der Hand raus, nehme das nächste in die Hand und ich mache wieder ein Foto. Auf dem Film sieht es dann so aus, als würde das in der Hand sich verwandeln. Oder ich kann es verzaubern. Also ich kann damit mit diesem Effekt einfach spielen, kann ein bisschen rumprobieren. Der Charme von diesem Film macht außerdem aus, die Kids müssen nicht komplett immer ruhig sitzen bleiben zwischen den Fotos, sondern die bewegen sich ja auch. Und damit habe ich auf dem Foto auch so eine Bewegung, die ich im normalen Film nicht drin habe. Das sind so zwei ganz wichtige Dinge. Also das eine, wirklich diese Bewegung, und das andere, ich kann damit Effekte erzielen, die ich im normalen Film nicht machen kann. Ja? Also ich kann diesen Hut einfach sich drehen lassen, wie von Zauberhand. Indem ich ihn einfach immer drehe und wieder die Finger runter tue, wenn ich den Film dann mache, sieht es so aus, als würde der Hut sich drehen. Ja? Genau mit diesen Effekten kann ich spielen. Ich kann die Kids 5 oder 6 auf einen Stuhl sitzen lassen oder jeder auf einen Stuhl sitzen lassen und kann die einfach immer zwischen jedem Foto 5 cm weiter rutschen lassen. Es sieht dann so aus, als würden die Stühle sich wie von Geisterhand bewegen. Diesen Effekt müsst ihr ausnutzen. Und das ist genau das, was das Witzige und das Coole an diesem Trickfilm ist.
So. Bevor ihr anfangt, habt ihr die Kids alle erstmal hier um den Laptop herum und könnt ihnen erstmal zeigen, wie so Filme aussehen. Also zeigt ihnen einfach mal 2, 3 Beispielfilme, damit die so eine Ahnung davon haben, wie das Ganze aussehen soll. Auf dem Laptop findet ihr auf dem Desktop direkt einen Ordner, der heißt Trickfilme, Beispielfilme. Den könnt ihr anklicken. Und da sind verschiedene Beispielfilme drin. Dann könnt ihr einfach 1 oder 2 oder 3 oder auch noch mehr zeigen. Was dann noch drauf ist, auf dem Desktop, ist Musik. Das heißt, die Musik, die ihr für die Filme nehmen könnt. Und ihr habt die Software. Also, ihr habt den Movie Maker und Picasa 3. Diese Software könnt ihr den Kids auch mit nach Hause geben. Einfach den kompletten Ordner auf den USB-Stick kopieren und dann haben sie den. Was ihr noch findet, ist hier die Startdatei von Picasa 3 und eine Startdatei vom Windows Movie Maker. Da ist zum Beispiel vorne drauf schon Kindergeburtstag, Trickfilmgeburtstag in der Katakombe und da könnt ihr damit arbeiten. Wie mit dem Movie Maker gearbeitet wird, zeige ich euch später.